Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Dragon Quest 993 Show. Was ist letztes Mal passiert? Schauen wir doch gleich mal nach, wenn wir das Knöpfchen drücken. Trovo ist zum Gebirgspass zurückgekehrt und musste feststellen, dass der Sternexpress immer noch nicht einsatzbereit ist. Sterner zufolge könnten sie sich der Hilfe des Allmächtigen versichern, indem sie mehr Benefizit sammeln. Trovo beschloss daher, nach Stinsbrook aufzubrechen. Dort habe ich dann Tegla wieder getroffen, habe mich hier ein bisschen herumgeschaut und habe gesehen, ich habe haufenweise Gesten. Also für die habe ich mich entschieden. Natürlich die Freudenfaust, immer schön den Part zu beenden. Dann, wenn ich mal nichts verstehe, was wahrscheinlich öfters der Fall sein wird, einmal das Hm, wenn mich dann einmal erstaunen, wenn ich mir denke, boah, die ist jetzt dein Ernst. Und dann denke ich mir einfach nur, wenn mir zu viel wird, paint me like one of your French girls, Jack. Please do it, I want it now. Do it quick. Und do it chic. Und hier? Willkommen, mein Kind. Was führt euch denn so spät in unsere bescheidene Kirche? Beichten wir erstmal. Beichte alles, was ihr getan habt, dem allmächtigen Kind. Und würdet ihr mir gestatten, eure Werke im Abenteuer-Tagebuch zu verzeichnen? Ja, natürlich. Das Abenteuer-Tagebuch wird gespeichert. Bitte, dass du nicht mehr ausschaltet, die erst gerade nicht entfernen. So entfernet nicht die heilige DS-Karte. Dominus Sanctus. So. Ich habe euer Abenteuer erfolgreich aufgezeichnet. Mit dem Abenteuer jetzt sofort seid ihr mein Kind. Mir genau mit dir mit euch sein. Ich hoffe, euch bald wieder in unserer Kirche zu sehen. Okay, was ist meine Weissagung? Das strengt an die Stimme. Wer mich dir spricht, so höret. Jovo, mein Kind, ihr benötigt noch 182 Erfahrungspunkte, um die nächste Stufe zu erreichen. Aber die Treppe ist da drüben. Die ist nicht so weit. Kann ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein? Der Segen. Von wem wünscht ihr einen Fluch zu nehmen? Vom Jovo. Vergebt mir doch, Jovo scheint mir nicht unter einem Fluch zu stehen, Kind. Das tut dir auch noch leid. Boah, der Jovo steht nicht unter einem Fluch. Na, das tut mir aber leid. Sollte anders kommen. Mir kommt's gerade. Wer spielt das Klavier? Nein, die Orgel. Entschuldigung. Wer spielt die Orgel? Ich höre Orgelgeräusche, aber ich sehe keinen Orgelspieler. Ich sehe hier noch nicht mal eine Orgie. Was ist hier los? Geister sind am Werke. So. Und du bist? Die ist jetzt meins. Eine Mini-Medaille. Oh je. Los, Fido oder Fida, ich rede mit dir. So langsam macht sich das. Ich werde noch zum Hundeflüsterer, ich sag's euch. Ich habe Angst, dass der schwarze Ritter plötzlich aus der Dunkelheit auftaucht. Ich mach kein Auge mehr zu. Damit er nicht aus deinem Augendunklen erscheint, hä? Gar nicht mal so doof. Wenn du darüber nachdenkst, du bist ja wieder da, Watschuri! Keine Fässer, keine Vasen bleiben vor mir, sicher. Gebut, gebut, gebut. Flashdance. Okay. So, ich glaube, ich habe fast jetzt alles untersucht. Hier war ich noch nicht gewesen. Was ist hier? Oh, ein Bade. Ich bin auch ein Bade. Waffen und Rüstung, die ihr gerade nicht nutzt, findet ihr in eurem Ausrüstungsbeutel. Was ihr in einer Schatztruhe findet oder im Labenkau oder womit ihr euch nicht gleich ausrüstet, wandelt ihr doch einen Beutel. Enthält Waffen und Rüstung für alle Mitglieder eurer Gruppe. Das ist eigentlich sehr praktisch. Denkt daran, dass ihr nur Waffen, Entschuldigung, oder Rüstungsgegenstände verkaufen könnt, die im Beutel sind. Wenn ihr etwas verkaufen wollt, was ihr tragt, müsst ihr das ablegen, bevor ihr mit dem Ladenbesitzer sprecht. Ihr solltet stets überprüfen, ob irgendein Mitglied eurer Gruppe einen Gegenstand benutzen kann, ehe ihr ihn verkauft. Legt den Gegenstand ab und drückt den Y-Knopf, um eure Gefährten durchzugehen und zu gehen und zu gucken, ehe ihr euch davon trennt. Alter, die helfen einem auch noch, wenn man nämlich keinen Plan von der ganzen Sache hat. Das ist ein Paladin, wenn ich mich nicht täusche, oder? Guten Tag, ich kümmere mich um den Laden, aber nur abends. Was kann ich für euch tun? Wir können immer Rüstungsladen. Womit kann ich euch dienen? Rüstungsladen. Seid ihr zum Ankaufen hier? Also gut, was benötigt ihr? Lederschild. Erschubenschild. Kopftuch. Haarband. Lederhut. Reisegewand. Ist besser. Und sogar in Blau. Ein Reisegewand, ja? Das macht dann 70 Goldmünzen. Einverstanden? Danke für euren Ankauf. Möchtet ihr euch gleich damit ausrüsten? Ja, bitte. Das gefällt mir. Oh.
Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ein Schuppenschied. Von 36 auf 38, aber macht 150. Aber warum nicht? Warum nicht ein bisschen mehr Verteidigung? Und auch schön blau. Dann schon Bescheid, ja? 150 Goldmünzen, wenn ihr gleich ausrüsten, ja bitte. Jo. Oh, da gibt es auch noch tolle, tolle Sachen. Schuppenpanzer, Lederharnisch. Ah. Lederkleid, Übungsoberteil, Seinrobe. Fedehandschuhe. Oh. Also meine machen im Moment... Schofen hat 42? Nee. Warte, wie? Baumwolle. Hose. Oh. Nicht ausrüstbar. Was soll das heißen? Lederschuhe. Stöckeschuhe. Ha. Gebe ich jemand ganzes Erspartes aus? Warum nicht? Ich muss vorbereitet sein. Ausweichchance 1,0%. Klingt gut. Jawohl. Der Joe, der gibt alles aus. Ich hoffe, ich mache das Richtige. Ja, die Handschuhe sahen eigentlich ganz schick aus, ganz schnieke. Diese Federhandschuhe. Fede, sowas wie, ich ziehe den aus und dann wieder, psch, ich fordere sie heraus, Sir. Warum nicht? Jawohl, die gehen. So, noch was? Okay, ich schau mich mal an, wie ich jetzt aussehe. Würde mich interessieren. Schauen wir mal. Ja. Diese hat was. Sowas vom Drachenbändiger. Echt. Keine Ahnung warum, aber Outfits mit Cape, so Reisegewinder. Ich finde die cool. Sehen lässig aus. Nur fehlen mir die Muskeln, weil jetzt meine Arme jetzt frei stehen. Okay. Habe ich da was Neues? Nein, okay. Aber hey. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, ich glaube, das behalte ich erstmal. Ich weiß, es gibt da welche, die sind besser von den Stats her, ja. Aber... Nun schau dich nur an, Schatz. Wie du hier handelst, ganz der Profi. Besorgst du uns eine gute Ausrüstung? Der sollte euch lieber Geld besorgen. Gut, also hier haben wir Rüstung, hier habe ich, wie ich vermute, Waffen. Finde ich vielleicht eine neue Lieblingswaffe. Sie verkauft Waffen? Willkommen im Waffenladen. Sowas würdet ihr denn gerne kaufen. Kupferschwert... Habe ich nicht genug Soldatenschwert. Fürett. Das ist sowas wie ein Degen. Bambuslanze. Aha. Angriffsrechts. Ah ja, die Sache ist ja die. Nur wenn ich eine neue Waffe kaufe, gebe ich hier meine alte nicht auf. Schälmesser? Mickriges Messerchen, das gewöhnlich zum Gemüseschneiden gebraucht wird. Na, wenn ich mal auf eine saure Gurke treffe, habe ich ja mal Glück. Göttlicher Dolch. Winzige lichtgeweihte Klinge zum Stören von Zombies. Das wird wahrscheinlich wichtig sein. Eichenstab. Zauberstab. Lederpeitsche. Ah ja, habe ich ja. Dornenpeitsche. Diese Stachelriemen kann mehrere Gegner gleichzeitig geißeln. Die will ich haben. Steinklauen. Super simple Klauen aus Geschäften. Stein. Von vielen Kriegern getragene gefährliche Metallklauen. Es gibt Klauen. Klauenpeitschen. Allerlei. Sowas. Ja, damit könnte mein Herz erobern. Drohnen. Drohnen lasse ich nicht ruhen. Was haben wir denn Schönes? Einen Stärkesamen. Alles klar. Und... Eine Fiole Wasser. Eine Fiole. Was haben wir denn da? Normale Gegenstände. Beutel. Wie viele Sachen? Kann ich unendlich viele Sachen im Beutel tragen? Das macht der Stärkesamen. Dieser Samen erhöht leicht die Stärke eines Verbündeten. Also sowas wie ein Angriffsplus. Also ich vergleiche das halt mit Pokémon-Sachen. Damit ich verstehen kann, dann weiß ich nämlich, wie ich es mir merken kann. Was macht was? Es war immer mein Traum. Ein eigenes Haus und ein eigenes Pferd zu besitzen. Und kaum erfüllt sich mein Traum, stiehlt mir der ruchlose schwarze Ritter mein Pferd. Meine Nerven liegen blank. Keine Sorge, mein Freund, ich schicke dir dein Pferd zurück. Wenn du willst, ich hätte dir ein bisschen Pferdemist. Also wenn du einen Geruch brauchst, ich kann dir helfen. Achso, also ich müsste jetzt zur Burg. Aber ich sollte mich erstmal erholen, oder? Aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Hier habe ich mich schon umgesehen. Ich habe jetzt mich überall umgesehen. Soll ich erstmal hin, aber ich könnte sterben. Ich könnte mich das Leben kosten. Ich überlebe das nicht, wenn ich sterbe. Aber hey, sagen wir es. Probieren wir es einfach mal. Oder die lassen mich wahrscheinlich nicht durch, oder wie? Es tut mir leid, aber nachts ist auf der Burg kein Anlass für Besucher. Aha, und du? König Bartos hat sich bereits zurückgezogen. Vielleicht sucht ihr euch lieber eine Herberge und kommt morgen wieder.
Ah, okay, verstehe. In der Nacht kann man also nur gewisse Sachen machen. Und am Tag kann man nur gewisse Sachen machen. Okay. Okay. So, eine Herberge. Ach, was für ein Zufall, da ist ja eine. Wenn ihr doch mich bitte schlafen lässt. Es gibt sogar eine Klatschgeste, habe ich gesehen. Oh. Bitte. Hallo. Ich kann dich sehen. Hallöchen. Hm? Du kannst mich sehen? Dann bist du... Nein, verzeih mir. Achte nicht auf mein Gerede. Das muss eine Fügung des Schicksals sein. Ich bin Pavo. Ich glaube, das ist eine Frau, oder? Weil die hat dieses Band um den Brustbereich. Das haben ja meistens nur die Weibchen. Die Frauen. Ich allein wage es, die versiegelte Tür des Schicksals aufzustoßen. Lass mich dir helfen. Ich habe die Macht, die Tür zu anderen Dimensionen zu öffnen, die nur die himmlischen betreten dürfen. Auf der anderen Seite gibt es Welten, die nicht die deine sind, wo neue Abenteuer auf dich warten. Möchtest du mehr über das Weltentor erfahren? Ja, ich habe nämlich keine Ahnung, wovon du gerade redest. Indem du durch das Weltentor trittst, kannst du mit bis zu 3 anderen Personen Abenteuer in einer neuen Welt erleben. Ach, das ist online. Wenn du in eine neue Welt reisen willst, brauchst du nur eine andere Welt besuchen zu wählen. Daraufhin wird jemand, der sich in der Nähe befindet und Gefährten sucht, dir die Pforte in seine Welt auftun. Wenn du andere in diese Welt einladen willst, brauchst du nur Freunde aus einer anderen Welt einladen zu wählen. Während das Weltentor offen steht, können Reisende diese Welt ohne Hinderung betreten. Deine Gruppe darf auf höchstens 4 Mitgliedern bestehen. Wenn du noch jemanden einladen möchtest, dürfen nicht mehr als 3 Mitglieder in deine Gruppe sein. Und zwar neue Mitglieder einzuladen. Musst du mindestens 2 bestehende Mitglieder der Gruppe in Hildas Obhut entlassen. Vielleicht müssen all diese Informationen erstmal einsenken. Soll ich wiederholen, was ich gesagt habe? Ne, ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, das ist hier mehr über das... Das ist nur hier über online. Kann ich nichts machen. Mhm. Komm einfach zu mir. So. Rede ich mal nochmal ein bisschen mit den Leuten. Wenn ihr einen Gegner mit einem Zauberstab trifft, könnt ihr ihm MP entziehen und damit eure eigenen auffüllen. Das ist äußerst nützlich für Leute mit Berufungen, die eine Menge MP für Zauber brauchen. Wie Zauberer und Priester. Hat schon Priester geklaut und Zauberer. Kann ich hier was mieten? Seid willkommen in der Goldbank hinterm Regenbogen. So heißt die Herberge, hinterm Regenbogen. Ach schön. Wo wir euer schwer verdientes Gold vom missgepredigten Monster schützen. Ach so, ah nee, das ist nicht die... Hier kann man also sein Geld lagern, das ist nicht der Name der Herberge. Wenn ihr uns euer Gold anvertraut, könnt ihr unbeschwert und sorgenfrei reisen. Sollte ein Kampf mal böse enden, verliert ihr nicht mehr die Hälfte eures Vermögens. Wir akzeptieren zwar lediglich Ein- und Auszahlungen in 1000 Einheiten, aber dafür ist es auch gebührenfrei. Ihr scheint zurzeit kein Geld bei uns hinter... Also... Tja, tut mir leid, aber... Also ich kann immer nur 1000, also ich kann jetzt nur 1000 auf einmal einzahlen und abheben, okay. Ich hoffe, dass wir bald wieder mal ins Geschäft kommen. Gut, ich muss also mehr Geld verdienen, damit ich hier einlagern kann. Gut. Ah, ein Abenteuerkollege, wie ich sehe. Da darf ich euch vielleicht einen kleinen Rat geben. Weicht nicht zu vielen Kämpfen aus, sonst erklimmt ihr niemals neue Stufen und irgendwann werdet ihr das bereuen. Und vergesst nicht, dass die Monster selten angreifen, wenn ihr stillsteht. Eine einfache, aber effektive Taktik. So wie bei den Sauriern. Bleibe still stehen und er sieht dich nicht oder greift meistens nicht an. Es gibt also gar keinen Grund herumzulaufen wie ein kopfloses Huhn, nicht wahr? Als würde er mich kennen. Als wüsste er, was ich jetzt die ganze Zeit schon getan habe. Alter Falter. Das hier ist der Aufzug zu den königlichen Suiten. Suiten. Vielleicht kennt ihr die königlichen Suiten noch nicht, wenn ich es euch kurz mal erklären dürfte. Vielleicht, natürlich. Mit dem größten Vergnügen daher, also... Die königlichen Suiten sind unseren exklusivsten Gästen vorbehalten. Die Zimmer bieten höchsten Komfort, gepaart mit grenzenloser Gastlichkeit. Abschiede gehört zum Leben. Selbst Gäste, die man am liebsten da behalten würde, müssen irgendwann abreisen. Aber wir hoffen, der übrige Luxus der königlichen Suiten bringt solche Gäste dazu, noch ein wenig länger zu bleiben. Jemand von eurem Format ist natürlich stets willkommen, sie ganz nach Wunsch zu buchen, der Herr. Darf ich hoch? Das kostet mich jetzt aber nichts, oder? Ich möchte mich nur umschauen, mal sehen, ob ich es auch hoch möchte. Ja, nicht mieten, sondern buchen. Sind hier Drohnen? Drohnen? Nein. Hä?
Moment, halt stopp, da ist ein Schrank. Nichts da drin im Schrank. Hier muss irgendwas drin sein. Ich wollte gerade, hab die B-Taste gedrückt, weil ich rennen wollte, aber ich renne ja sowieso schon. Hier was im Schrank. Hallo? Nein. Vielleicht finde ich ja irgendwann mal jemanden, der sich da drin versteckt. Denkt sich, ey Kumpel, kannst du mir gerade mal helfen, Mann? Ihr Mann kam früher nach Hause, ja, und die hat meine Sachen aus dem Fenster geschmissen. Kannst du die gerade mal holen? Macht zwar keinen Sinn, weil ich eigentlich auch im Raum bin, aber hey, vielleicht bin ich ja der Mann. Und dann denke ich mir, oh ja, ach so. Und dann kommt sie mir danach erst. Moment mal. Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, dass ich euch zeige, was ich kann, Jovo, Hallo, habe ich euch schon in meinem Heldenhort voll willkommen geheißen? Hier könnt ihr neue Gefährten kennenlernen. Also, was kann ich für euch tun, mein Schatz? Freund einladen, Freund anheuern, Freund verabschieden. Anheuern, geht das? Ich bin gespannt, ob das wirklich geht. Ihr möchtet dann so einen neuen Gefährten beantragen, ja? Wonach sucht ihr denn genau? Einen Krieger, einen Priester, einen Zauberer, einen Kampfkünstler, einen Dieb, einen Barden. Ha. Wenn ich jetzt die weiß, ich kann Sachen stehlen. Zauberer setzt viel Magie ein, Priester heilt, glaube ich. Krieger ist halt gut für den Angriff und Kampfkünstler ist... Ich habe keine Ahnung. Wie war's ein Krieger? Tatsache, ich kann einer stellen. Leute! Weiblich oder männlich? Ist es wieder ein Unterschied, dass zum Beispiel die Frauen sind zwar schneller, haben aber weniger Gesundheit? Eine weibliche Kriegerin. Ach, das wäre doch was. Los, machen wir's. Das finde ich auch cool. Mal sehen. Wie habe ich denn meine Frau? Lieber klein oder groß? Haben wir sie lieber so. So wie ich. Die Frisur. Mal sehen. Ist ein bisschen... Welche? Das sieht ein bisschen aus wie die Frisur für einen Videl. Also die Haare gefallen mir schon. In welcher Farbe? Machen wir sie vielleicht blau? Oder grüne Haare? Natürlich, deshalb kommen mir die Haare bekannt vor. Das ist die gleiche Frisur wie C18 aus Dragon Ball Z. Oh, die machen wir. Los. Was für Augen hat sie? Was? Ich glaube, das sind die Augen. Ja. Sieht so aus, ja. Mal sehen. Eine dunkle Haut. Eher heller. Machen wir... So. Augenfarbe. Oh, welche Augenfarbe hat sie denn? Blau. Oh, sieht gut aus. Es sieht gut aus. Also, und ich muss hier halt... Sie hat jetzt sozusagen die Standardkleidung und ich kann ihr halt auch neue Ausrüstung geben. Wie nenne ich sie? Also ich werde sie jetzt natürlich nicht Android 18 nennen. Aber vielleicht... Wisst ihr, ich mache ja immer wieder dann manchmal... So habe ich mir manchmal so Geschichten überlegt und dann mit Namen. Ich habe einen Namen, der mir gut gefällt, ja? Nein. Ein Name, der mir gut gefällt. Mal sehen. Erstmal. Großes Set, okay. Ist. Na, wo ist es denn? Hier, da ist es. Serena. Ist ein Name, ein weiblicher Name, der gefällt mir gut. Ja, möchte ich, danke. Serena? Na gut. Und soll sie sich euch sofort anschließen? Markus? Ute? Nicole? Freunde anheuern? Rekrutbare? Gute Wahl. Hey Serena, ihr seid in der Mannschaft. Wo ist sie? Oh, da ist sie! Guten Abend, Madame. Schön, dass ich sie an ihrer Seite, dass ich euch an meiner Seite jetzt zu wissen habe. Braucht ihr sonst noch etwas, mein Liebchen? Anheuern. Ich mach weiter. Wie wär's mit einem Kampfkünstler? Ein Dieb. Ein Sneaky Dieb. Warum nicht? Hahaha. Ein kleiner Dieb. Klein und gefand. Ganz klein. Ein kleiner Dieb. Warum nicht? Mal sehen. Was hat er? Oh, hat ein Dolch. Okay, was hat so ein Dieb?
Typische Frisur. Hier, Karl geschoren. Warum nicht? Hä? Legst du dich mit dir an? Dann mache ich mit dir, mache ich mit deinen Gedärmen das gleiche, was ich mit meinen Haaren gemacht habe. Ich mache sie klein. Mal sehen, seine Haare. Das ist ein kleiner Feuerteufel. Hey, kommst du her, kommst du her. Hast du mich klein gedacht? Hast du mich klein gedacht? Guck mal her, du. Guck mal her. Ich will dich mal sehen, wenn ich dir die Unterschenkel klapp schneide. Das ist gut. Oh ja, oh. Oder so. Also, ne? Grinsegesicht? Nein. Das gefällt mir. Oh ja, mit den dicken Augenbrauen. Ja, das gefällt mir. Und seine Augen... genauso rot. Schau mir die Augen, Kleines. Oh Gott, dieses Spiel macht mir echt Spaß. Grün. Rot und grün. Warum nicht? Und wie nennen wir unseren kleinen Dieb? Wie nennen wir ihn? Ich denke an irgendwas mit R. R. Es gab doch die Ronja Räubertochter. Was wäre die männliche Version von Ronja? Irgendwas mit Ron. Ron. Ronald McDonald, gib mir meine Nuggets. Ronald. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Wie viele kann ich eigentlich im Team haben? Ich glaube, 3 Leute. Hier ist es, kann ich insgesamt im Team haben. Oder waren es 2 Leute? Kann ich ja gleich mal testen, wie viele sie mich noch machen lässt. Ronald. Ey, der Ronald! Der Ronald with the Donut! Ronald. Ja. Jawohl, aufnehmen. Also, Markus, Udo und Nicole sind schon... Ach so, ich könnte auch mir Charaktere, die schon vorgemacht sind, aussuchen. Aber ich möchte eigentlich wirklich lieber mir meine eigenen Charaktere erstellen. Ronald, ihr seid in der Mannschaft. Ja, wo ist er denn? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ich mach ihm die Kehle durch. Gut, wartet uns noch. Kann ich noch einen anheuern? Ihr möchtet da seinen neuen Gefährten anheuern. Wonach sucht ihr denn? Ich habe eine Kriegerin, ich habe einen Dieb, einen Kampfkünstler. Wieso nicht? Ah, ein Kampfkünstler ist der mit dem Stab. Machen wir nochmal einen Mann. Und zwar einen großen Sturmmann. Oh yeah. Die Frisur gefällt mir eigentlich ganz gut für den Kampfkünstler. Hat was von Kaioshin oder von Oop. Und zwar machen wir... Oh ja. Oh ja. Dem stehen die blauen Haare. Sehr gut. Und sein Gesicht? Hallo, Schö. Oh je. Die möchte ihm nicht im Dunkeln begegnen. Sollte schon was sein, was Angst in die Herzen der meine Feinde schlägt. Also warum nicht? Warum eigentlich nicht? Das bleiche Gesicht des Todes. Ja, warum eigentlich nicht? Und seine Augen? Genauso blau. Und machen wir vielleicht gelb oder rot. Ich glaube, dann lassen wir es schwarz. Und sein Name soll lauten... Lass mich gerade mal überlegen. Ein eiskalter Killer. Oh. Also so sieht er ein bisschen aus. Ja gut, eigentlich. Ich habe doch eigentlich schon einen passenden Namen genannt. Also er nennt mich einen Kaioshin und er hat sich auch hier... Wenn man darüber nachdenkt, der hat sich ja in der Serie unter dem Decknamen Kaio in das Turnier da eingeschrieben. Also Kaioshin, also wenn man ihn kennt, ist er eigentlich nicht so schlau, aber Kaio. Warum eigentlich nicht? Kaio. Alles klar. Kaio, na gut, soll euch sofort. Jawohl, soll er. Ihr seid in der Mannschaft. Guten Tag. Who's my target? Ich vermute, jetzt habe ich... Ihr möchtet so noch einen. Wie viel kann ich...
Kann ich von jedem einen machen? Dann würde ich jetzt nämlich vielleicht auch gerne einen Priester machen. Einen Priester, der mich heilen kann. Und eine Priesterin? Machen wir eine Priesterin. Oder wir haben bisher... Dann hätte ich zwei Frauen und zwei Männer. Warum nicht? Und machen wir sie ein bisschen kleiner? Ach, dann ist sie ein bisschen stämmiger. Aha. Machen wir sie so mittendrin, okay? Okay, welche Haare sollte eine Priesterin haben? Eigentlich ganz edel. Ganz klassisch. Oh, die gefallen mir gut. Oder die? Die oder die? Die oder die? Die oder die? Die oder die? Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also ich mache mir sowas... Sowas macht mir Spaß, mir zu überlegen, wie gestalte ich meinen Charakter. So oder so. So oder so. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und welche Haare soll sie haben? Violette Haare? Hellblaue Haare? Blondere haben wir schon. Grüne Haare? Rote Haare? Graue Haare? Na, so alt ist sie noch nicht. Pink vielleicht? Ah, die ist ein bisschen zu kräftig. Dann nehmen wir ein schönes Dunkelbraun. Oh, das ist schön. Ich möchte den Leuten nur helfen. Die hat so ein bisschen... Was ist der Unterschied? Achso, die Pupillen sehen anders aus. Nehmen wir die Augen. Die sind... Eine Priesterin, da denke ich mir immer... Da denke ich mal an eine Person, die möchte helfen, die möchte den Leuten was Gutes tun und die... deshalb muss ein Grinsen sein. Mit den dunklen Haaren und so? War eigentlich nicht. Und dazu... Oh, dunkelbraune Haare und die grünen Augen, die grüne Farbe der Hoffnung. Oh, nur wenn ihr nicht sie. Sieht eher aus, als würde sie auch kämpfen. Ein Priester, ist sowas eher sowas gemeint wie ein Kampfpriester? Hä? Dann habe ich da vielleicht was ganz anderes gemacht. Oder soll ich vielleicht einen Zauberer nehmen? Wisst ihr was, ich mache eine Zaubererin. Genau, Zauberer. Vorliegen. Aber ich werde sie genau aus... Ja, genau, hier mit dem Stab. Ich werde sie aber genauso aussehen lassen, wie ich es gerade wollte. Genau hier. Dunkelbraun. Die Augen. Einmal. Zweimal. Gut, okay. Jetzt ist es eine Zauberin. Wie nenne ich die? Eine Zauberin. Lasst mich gerade überlegen. Okay, ich trinke gerade mal einen kleinen Schluck. Das hilft mir beim Nachdenken. Oh, komm herein, du Flüssigkeit, in meinen Mund. Ab die Kehle in den Magen. Dort kannst du dich sehr gut lagern. Danach werde ich wahrscheinlich ein paar beenden. Welcher Name würde mir denn gefallen? Also ich habe Serena, ich habe Karl, ich habe Ronald. Und wer noch? Wer noch? Warum eigentlich nicht? Ich habe mir mal überlegt, Joe wäre mein männlicher Name. Was wäre mein weiblicher Name? Das habe ich mir schon mal überlegt. Ein Name, der mir persönlich gefallen würde, wäre... Würde sogar zu ihrem Aussehen passen... Kiwi. Nicht wie der Vogel, nicht wie die Frucht, sondern irgendwie hat so eine weibliche Form von Joe. Jawolligen. Alles erledigt, dann im anderen wurde stark gegeben. Braucht ihr sonst noch etwas? Oh, ich kann also nur drei Leute auf einmal bei mir haben. Okay. Ich habe mich nie richtig dafür bedankt, dass ihr mir damals bei den Ruinen geholfen habt. Ich habe eine Idee. Ich zeige euch einen tollen Trick, der euch hilft, wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid. Hinter zeigt Jovo, wie er seine Gefährten aufputschen kann, sodass ihre Konzentration steigt. Also ich kann nur drei Leute gleichzeitig bei mir haben. Okay. Setzt diesen Trick mit Bedacht ein und euch wird es überall gut ergehen. Bon voyage, mein Schatz. Los, Serena, Wallet, Kaio, auf geht's, ab. Gut, meine Damen und Herren, ich werde wahrscheinlich schauen, kann ich Ihnen eigentlich mein gleiches Outfit geben? Dann sind wir dann die, so wie die Strohhutbande, sind wir dann die Blue Cape Group. Nicht die Blumen, sondern die Blue Cape Group. Hey ho, hey ho. In einer schönen Kombination hier. In einer anderen Reihenfolge, grün, rot, blau, grün, rot, gelb, naja. Gut, meine Damen und Herren.
hier mein der Jovo-Trupp unterwegs zu neuen Abenteuern. Und da mit denen, mit der Serena, dem Ronald und dem Kaio, werde ich mich dann auch gegen den schwarzen Ratter stellen können. Sie geben mir Mut, sie geben mir Kraft. Und ja, wenn Ihnen diese Ausgabe von Dragon Quest 9 gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Vielen Dank nochmal an denjenigen, er weiß, wen ich meine, für den Tipp, dass ich mich hier meine Gruppe erstellen kann. Sonst hätte ich das wahrscheinlich wirklich alles alleine gespielt. Aber mit Freunden und wenn es nur selbst erstellte sind, macht es doch umso mehr Spaß. Ich werde wahrscheinlich nochmal nachschauen, was sind so die Vorteile von Priestern, von Dieben und so weiter. Und damit ich hier mehr meine Strategie bauen kann, ich werde mir von jedem Charakter einen erstellen, damit ich dann auch immer wieder abwechseln kann. Also, bis dahin, ihr 93 Stufe, I love the Nintendo. Tschüss und goodbye.